Hi Leute, hab mich auch schon wieder eine Weile nicht gemeldet, glaube ich. Obwohl, oder? Anfang letzter Woche war, glaube ich, das letzte Mal, oder? Ganz sicher bin ich mir nicht. Keine Ahnung. Die letzte Woche habe ich ganz gut verbracht, überstanden, wie auch immer. Ich muss diesen Monat doch mehr arbeiten als geplant. Also vorher waren ja nur relativ wenige Tage für diesen Monat eingeplant, weil wir einfach zu viel Personal haben. Oder für diesen Monat haben. Was an sich ja einerseits irgendwie blöd ist. Also, dass ich weniger Tage eingeteilt bin, weil damit mache ich auch weniger Stunden. Damit bekomme ich auch am Ende weniger Geld. Tralala. Aber andererseits habe ich gedacht, ist das vielleicht mal eine kleine Verschnaufpause. So ein bisschen vor dem Weihnachtsgeschäft. Aber nein. Es wäre ja auch komisch, wenn mal der Plan einmal so bleibt, wie er ist. Zwei Kolleginnen hatten sich krank gemeldet. Auch die zwei Kolleginnen, die gehen. Und damit muss ich jetzt mehr arbeiten. Einerseits hat mich das irgendwie genervt, weil ich darauf mich mal wieder nicht vorbereitet habe. Obwohl ich mich eigentlich innerlich immer darauf vorbereiten kann, weil ich ja weiß, dass sich ständig irgendwie was ändert. Habe ich aber irgendwie immer nicht gemacht und deswegen hat mich das dann irgendwie genervt. Aber ich bin im Moment eigentlich ganz happy und freue mich irgendwie trotzdem, weil ich halt weiß, dass ich am Ende des Monats dann mehr Geld raus habe. Und weil bisher auch die Tage ganz gut waren. Klar gab es immer mal Momente, wo ich dachte, so eine Scheiße auch wieder. Aber ansonsten war es, glaube ich, bisher ganz in Ordnung. Ich habe auch diesen Monat so viel Frühschicht, wie ich, glaube ich, insgesamt nicht mal hatte. Also ich hatte ja jetzt am Samstag Frühschicht. Dann hatte ich heute Frühschicht, heute ist Dienstag. Montag hatte ich Spätschicht. Morgen am Mittwoch habe ich wieder Spätschicht. Donnerstag habe ich frei. Und Freitag habe ich wieder Frühschicht. Und Samstag habe ich auch frei. Weil da feiere ich ja mit meinen Mädels meinen Geburtstag nach. Ja, ich weiß auch nicht. So viel Frühschicht hatte ich noch nie. Es ist aber auch mal ganz schön. Nur, dass ich heute um 8 angefangen habe. Samstag und am Samstag musste ich erst um 9 anfangen, also normalerweise fangen wir auch um 9 an, aber da jetzt so viel zu tun war, habe ich heute um 8 angefangen. Freitag muss ich aber auch erst wieder um 9 anfangen. Dann hat mir meine Mom endlich am Sonntag mal die Spitzen geschnitten. Das seht ihr jetzt noch nicht, weil ich meine Haare hochgebunden habe, bevor ich sie aufmache. Ihr wisst ja wahrscheinlich, wie lang meine Haare in letzter Zeit waren, die waren schon ziemlich lang. Die sind jetzt wieder definitiv kürzer, weil meine Mutter ein bisschen mehr als nur die Spitzen. Gut, die Spitzen, ist die Frage, bis wohin reichen die Spitzen, ne? Ich dachte, sie schneidet nur so viel ab. Ich glaube, sie hat im Endeffekt so viel abgeschnitten oder so. Das Blond ist immer noch nicht raus. Ich zeige euch das erstmal. Ich habe wieder kurze Haare. Ich habe so lange gebraucht, bis sie so lang waren. Und ich habe das so genossen mit den langen Haaren. Aber ich muss dazu sagen, ich bin froh, dass schon wieder ein bisschen mehr Blond raus ist. Man muss aber auch dazu sagen, meine Mom hat mir... Ich hatte einen Mittelscheitel beim Schneiden. Und dann hat sie mir... Meine Haare sind jetzt gerade so durch den Zopf. Deswegen sehen sie vielleicht auch noch kürzer aus, obwohl sie sind schon kurz. Meine Mom hat mir so ein V quasi geschnitten. Das heißt, die sind hinten eh noch mal ein bisschen länger als hier vorne. Sie hat das quasi wie so ein V nach hinten hin abgeschnitten. Weil vorne sind ja meine Haare eh mal ein bisschen kürzer. Immer noch wegen dem Pony, den ich hatte. Als ich noch blonde Haare hatte, ja. So ein Pony zieht sich ganz schön. Deswegen, meine Mama schneidet da ja auch immer die Spitzen ab. Und deswegen hat sie das jetzt wie so ein V geschnitten, was auch in Ordnung ist. Es ist immer noch blond in den Spitzen drin, wie ihr seht. Vor allem an den Stellen, wo es halt länger ist. Oder auch noch mehr blond bis oben hin war. Das heißt, ich muss vielleicht noch einmal oder zweimal sogar mal gucken, Spitzen schneiden und dann bin ich erst dann bin ich das komplette Blond los. Ich weiß noch nicht, vielleicht wachsen meine Haare ja jetzt trotzdem schneller, weil ich ja immer noch das gute Shampoo benutze und ich habe euch auch gar nicht erzählt, ich habe die Ivy Bears alle gemacht. Ich habe heute meinen letzten Ivy Bear gegessen. Ich muss dazu sagen, ich habe die sehr unregelmäßig genommen. Das heißt, hier steht ja auch, dass man, glaube ich, maximal 2 am Tag essen darf. Und mein Ziel war es ja dann, genau, bitte nehmen Sie maximal 2 Ivy Bears pro Tag. Klar, ist es ja dann egal, ob du einen nimmst oder 2. Mein Plan war es da aber eigentlich, dass ich sage, ich nehme morgens und abends ein. Da ich aber, ich bin kein Kind der Regelmäßigkeit, irgendwie habe ich das Gefühl.
und habe das immer vergessen. Also es gab Tage, da habe ich das vergessen, die zu nehmen. Und es gab Tage, da habe ich nur einen genommen. Also am Anfang habe ich noch versucht, immer zwei zu nehmen. Aber im Endeffekt bin ich, glaube ich, dann auf einen pro Tag runtergerutscht und dann halt die Tage dazwischen, wo ich nicht keinen gegessen habe. Die sind so ein bisschen wie vegetarische Gummibärchen, sind ja auch vegetarisch, aber so wie Katjas, nur dass die, glaube ich, noch ein bisschen mehr an den Zähnen kleben. Ja, das Coole ist, dass Folsäure drin ist. Kann ich auch immer gebrauchen. Vitamin C klingt auch gut. Ja, wie auch immer, auf jeden Fall habe ich dann so, keine Ahnung, also immer so einen genommen, weil ich immer dachte, oh scheiße, und habe ich jetzt heute schon meinen genommen und ich habe, weiß ich nicht, wenn, dann habe ich auch nur einen genommen. Das heißt, die haben bei mir jetzt sehr lange gehalten. Normalerweise würden sie wahrscheinlich nicht so lange halten. Ich habe jetzt überlegt, es gibt ja noch von verschiedenen Firmen diese Gummibärchen für die Haare. Also das heißt, dass ich nicht nur die Ivy Bears jetzt probiere, sondern diese ganzen anderen Haargummibärchen auch mal ausprobiere. Ich habe auch jetzt letztens bei DM unglaublich viele Sorten gesehen, oder was heißt unglaublich viele Sorten, aber Ivy Bears haben die, glaube ich, auch. Ich habe das ja damals bei Douglas gekauft. Oh, das ist bestimmt nochmal in der Infobox und in der Infokarte. Ja, aber die sind, glaube ich, auch bei DM, und dann gab es noch ein, zwei andere Sorten bei DM, also unglaublich viel ist es auch nicht. Und eigentlich würde ich auch gerne mal die probieren, die eigentlich als erstes als Haargummibärchen angeworben wurden. Und das waren eigentlich solche blauen, wenn ich mich erinnere. Aber ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob ich das überhaupt jetzt nochmal machen will. Weil das Ding bei solchen Haargummibärchen ist ja, dass sie den Haarwachstum fördern, ankurbeln, wie auch immer. Das heißt aber nicht nur den Kopfhaarwuchs, sondern überall. Ich glaube, da muss ich nicht genauer drauf eingehen. Habe ich auch letztens in einem Livestream von Regina gehört, dass sie das auch gesagt hat, dass ja, sie auch, ich glaube, sie hatte nämlich diese blauen Gummibärchen, die eigentlich als erstes sozusagen, würde ich sagen, so in den Trend und auf dem Markt und überhaupt. Und da meinte sie auch, dass das auch das war, die Erfahrung, die sie gemacht hat, dass es halt generell den Wachstum von allem fördert. Ich muss zum Beispiel dazu sagen, ich nehme auch jeden Morgen eine Zinktablette, und das aber schon seit Jahren. Das heißt, jeden Tag eine Zinktablette, und das soll ja auch gut für Haare, Haut und Nägel sein, glaube ich, irgendwie so, also Zink an sich. Ich nehme es halt nicht für Haare, Haut und Nägel, sondern für mich, für meinen Körper, weil ich das brauche. Und da habe ich nie wirklich einen Unterschied gemerkt. Beziehungsweise Zink soll ja auch angeblich machen, dass man nicht so oft krank wird. Nachdem wir in London, aus London wieder kamen, war ich jetzt schon wieder krank. Obwohl ich sagen muss, jetzt dazwischen war ich sehr lange nicht krank. Mir geht es jetzt auch schon wieder ein bisschen besser. Was heißt ein bisschen besser? Eigentlich viel besser. Ich bin jetzt, ich glaube, ich habe nur noch so diese kleinen Husten, so dieses, wo man ganz kurz diesen Reizhusten hat. Aber ansonsten bin ich komplett wieder gesund. Komplett genesen. Dafür ist mein Papa jetzt krank. Und ihr wisst ja, wenn man da krank sind, ist das immer sehr doll und deutlich. Ja, wie auch immer. Und meine Mom meinte aber heute Morgen, dass sie auch schon Kratzen oder so merkt. Wie auch immer. I don't know. Und warum ich mich eigentlich melde, ist, dass ich jetzt die dritte Staffel Riverdale zu Ende geguckt habe. Immer noch meine absolute Lieblingsserie. Oh, hallo. Immer noch meine absolute Lieblingsserie. Kein Zweifel, ich liebe Riverdale immer noch. Als ich Riverdale wieder angefangen hat, jetzt mit der dritten Staffel. Ich war wieder total im Hype. Total, oh. Keine Ahnung, ich habe es gleich wieder richtig gefühlt. Ich muss sagen, weder in der zweiten Staffel noch jetzt in der dritten Staffel hatte ich dieses gehypte Gefühl, glaube ich, wie in der ersten Staffel. Aber ich habe trotzdem immer diesen Hype. Und ich feiere die Serie immer noch und ich freue mich auf die vierte Staffel. Ich habe schon einen Trailer gesehen auf Englisch und ich freue mich richtig, richtig hart darauf, wirklich. Bin sehr gespannt, weil ja, ich liebe Riverdale einfach. Immer noch meine Lieblingsserie neben American Horror Story. Und die dritte Staffel fand ich jetzt auch gut. Auch dort gab es wieder, wie in der zweiten Staffel, eine Folge, die wie so eine Musical-Folge war, wo gesungen wurde. Und normalerweise, wenn ihr mich kennt, würdet ihr jetzt sagen, oh, die Folgen fandest du bestimmt richtig geil, weil ich ja der absolute, ich bin mit High School Musical aufgewachsen. High School Musical war meine Kindheit und ich liebe High School Musical und liebte auch High School Musical. Ich liebte und liebe es eigentlich auch immer noch. Und komischerweise finde ich bei Riverdale diese Musical-Folgen, fand ich schon in der zweiten Staffel, weird, weil ich da auch nicht mit gerechnet habe, muss ich dazu sagen. Also ich sehe ja immer schon viel vorher auf Instagram, weil ich auch so vielen
Riverdale, Jughead, Betty, Veronica, Archie, Cheryl, Pages Folge. Das heißt, ich sehe ja so oder so ziemlich viel immer schon vorher, weil ich es ja alles immer so 3000 Jahre später gucke. Aber ich merke mir das ja nicht alles. Und deswegen war ich in der zweiten Staffel damals total so, was, die singen auf einmal? Und jetzt in der dritten Staffel, ich wusste, dass es nochmal kommt, aber ich hatte Angst, dass irgendwie das zwei Singfolgen sind, aber es war nur eine. Ich muss sagen, komischerweise finde ich das da nicht so cool. Ich weiß nicht warum, aber weil ich finde, das passt einfach nicht. Das ist sowas mit Mord und so, so ein bisschen in die Crime-Richtung und dann singen die auf einmal. Ich weiß nicht. Manchmal versuche ich mich da auch reinzufühlen, weil ich denke, Alter, ich liebe doch Musicals und auch High School Musical fand ich geil und Camp Rock und den ganzen Shit. Warum finde ich das denn jetzt nicht geil? Und dann versuche ich mich richtig einzufühlen und denke so, ja, das ist mega geil und richtig gut. Ja, wenn ich für den kurzen Moment, wo ich denke, ja, das ist einfach nur eine ganz normale Schulstory, was auch immer, aber dann kommt halt wieder dieses Crime-Mord-Gedöns mit rein und dann denke ich wieder, passt nicht. Passt einfach nicht. Deswegen glaube ich, ist das der Grund, warum ich das so super weird finde. Aber gut, die dritte Staffel, ich war jetzt wieder sehr hyped und freue mich auf die vierte. Als nächstes steht auf meiner Liste, Tote Mädchen lügen nicht. Das werde ich jetzt aber noch nicht die dritte Staffel gucken, sondern ich werde zuerst die dritte Staffel von Stranger Things gucken. Warum? Weil die dritte Staffel von Stranger Things schon viel länger draußen ist, als die dritte Staffel von Tote Mädchen lügen nicht. Die dritte Staffel von Tote Mädchen lügen nicht ist noch nicht ganz so lange draußen. Die kam, glaube ich, erst vor kurzem raus. Und Stranger Things ist schon, ich glaube, fast länger als Riverdale, die dritte Staffel von Riverdale draußen oder so. Ich bin mir gar nicht so sicher. Oder kam die danach? Auf jeden Fall schon so lange. Deswegen will ich jetzt zuerst die dritte Staffel von Stranger Things gucken. Genau, und dann werde ich erst die dritte Staffel Tote Mädchen lügen nicht gucken. So ist mein Plan auf jeden Fall. Also es interessiert mich im Moment beides brennt und am liebsten würde ich nach meiner Liste gehen, dass ich zuerst Tote Mädchen lügen nicht gucke. Aber ich gucke jetzt lieber erstmal Stranger Things. Ich fühle mich auf der sicheren Seite, wenn ich da jetzt die dritte... Ich meine, ich gucke ja nicht irgendwie drei Staffeln oder so. Ich gucke ja nur eine Staffel. Und so ist es ja bei Tote Mädchen lügen nicht auch. Ich habe schon geguckt, bei Tote Mädchen lügen nicht, hat die dritte Staffel nämlich auch wie die ersten beiden Staffeln 13 Folgen. Jetzt wollte ich mal gucken bei Stranger Things, wie das da aussieht. Die erste Staffel hatte ja 8 Folgen, die zweite 9, die dritte hat auch wieder nur 8. Noch weniger, dann bin ich ja richtig fix durch. Das ist vor allem voll ungewohnt, weil Riverdale hatte ja jetzt ja schon wieder mega viele Folgen, irgendwie 25 oder so. Hatten ja die anderen Staffeln auch schon, was nicht schlecht ist, ist schon cool. Das heißt, mit Stranger Things werde ich wahrscheinlich relativ fix durch sein und dann mit Tote Mädchen lügen nicht weitermachen. Und dann werde ich auch endlich mal die dritte Staffel Club der Roten Bänder gucken. Die habe ich ja mittlerweile auf DVD, die habe ich, glaube ich, dieses Jahr zu meinem Geburtstag gekriegt. Alle drei Staffeln und dann werde ich jetzt endlich auch mal die dritte Staffel gucken. Die ersten beiden Staffeln hatte ich zwar geguckt, aber die dritte habe ich ja immer noch nicht geschafft. Die werde ich dann auf DVD einfach gleich gucken. Ja. Und dann mal gucken, wie es weitergeht, ne? So viel zu meinem Serien-Ding. Wenn ihr mein letztes Fazit zu Riverdale sehen wollt, also zu der zweiten Staffel, ich hoffe, ich habe da eins gemacht, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, dann ist das vielleicht noch meine Infobox und in der Infokarte verlinkt, wenn ich eins gemacht habe. Wenn nicht, ist da vielleicht auch das erste Fazit verlinkt, je nachdem. Aber ich glaube, ich bin mir relativ sicher, dass ich eins gemacht habe. Und ich muss übrigens auch sagen, dass ich Cheryl und Antoinette, also Cheryl und Toni, unfassbar süß finde. Unfassbar knuffig. Neben Betty und Jughead und Veronica und neben Veronica und Archie, so. Na klar. Oh mein Gott, ich war auch gerade jetzt bei der letzten Folge total begeistert. Bei der einen Szene von Veronica und Archie lief einfach When the Party's Over von Billie Eilish. Und ich muss sagen, ich fühle diesen Song und liebe diesen Song. Und es war so schön, ich konnte mich gar nicht auf die Szene von den beiden konzentrieren, weil ich so in dem Song gefangen war. Aber gut, das liebe ich halt auch bei Riverdale. Es laufen im Hintergrund aktuelle Songs aus den Charts. Das finde ich so geil. Sonst hat man ja bei Serien oder auch bei Filmen oft Filmmusik oder Serienmusik, wie auch immer, im Hintergrund. Entweder nur so Instrumentals oder Sachen, die man nicht kennt, obwohl ja, glaube ich, bei... Vampire Diaries auch mal coole Sachen liefen, aber nicht so stark in die Chart-Richtung, so Sachen, die irgendwie mittlerweile so Mainstream sind und die jeder kennt, wahrscheinlich weil Riverdale so ein Mainstream-Ding ist, keine Ahnung. Aber ich finde das so geil, ich liebe das, wenn man Songs hört, wo man sagen kann,
die sind gerade unglaublich aktuell und die hört vielleicht auch jeder. Das, irgendwie finde ich das cool, wenn das in Serien auftaucht. Macht das ein bisschen nahbarer, das Ganze, wenn ihr versteht, was ich meine. Ich werde jetzt noch ein bisschen an meinem Video weiterschneiden. Ich habe vorhin, bevor ich die letzten beiden Folgen angefangen habe, Riverdale noch zu Ende zu gucken, habe ich ein bisschen meinen Haul angefangen zu schneiden. Ich werde jetzt noch ein bisschen drin rumschnippeln, nicht mehr viel. Ich werde den auch nicht fertig schneiden können. Der müsste eigentlich morgen online gehen, wird er nicht. Ich werde morgen das Ganze auf Social Media ankündigen, dass er wahrscheinlich nicht kommt. Ich will versuchen, dass er Donnerstag kommt. Ich will vielleicht entweder morgen nach meiner Schicht oder Donnerstag habe ich halt frei. Will ich mal gucken, dass ich da irgendwie schneide oder so. Mal gucken. Und dann das gleich Donnerstag sozusagen hochlade. So ist mein Plan. Ich hoffe, dass ich das schaffe. Ich hatte Donnerstag eigentlich noch ein paar andere Sachen vor. Mal gucken. Und am Ende gucke ich nur Stranger Things. Ich kenne mich doch. Wenn ich mal einen Tag frei habe, dann chill ich richtig und mache nichts Sinnvolles. Und wenn ich arbeiten muss an manchen Tagen, weiß ich nicht, ist unterschiedlich. Manchmal bin ich so an Tagen, wo ich arbeiten muss, dann will ich auch ganz viel anderes Zeug noch zu Hause hier arbeiten. Und manchmal will ich einfach nur chillen. Aber gut, ich hatte heute Frühschicht, da hatte ich früher Feierabend, deswegen war das alles noch eine ganz andere Sache. Freitag habe ich zum Glück auch Frühschicht, das heißt, ich werde nach meiner Frühschicht auch ein bisschen mein Zimmer aufräumen und alles startklar machen für Samstag, wenn meine Mädels kommen und wir meinen Geburtstag nachfeiern. Ich weiß, schon 1000 Jahre her mein Geburtstag, aber egal.